Aloha, werte Spieleflutsurfer, willkommen zurück zum Let's Play Evoland. Könnt ihr euch erinnern, wo wir waren? Mit dem Glatzkopfreden auf dem Marktplatz. Auszeiger ist da im Spiel. Zack, jetzt nicht mehr. Du bist aber kein Glatzkopf. Bist ja du. Ich habe in letzter Zeit unruhigende Gerüchte gehört. Man sagt, dass selbst der heilige Hain im Süden der Verderbnis anheimgefallen ist. Anheimgefallen ist auch ein schönes deutsches Wort. Wird allerdings heutzutage viel zu selten benutzt. Das war solch ein wunderschöner, ruhiger Ort. Wenn das stimmt, fürchte ich, es gibt keine Hoffnung mehr. Nicht so negativ hier, junge Dame. Klingt es doch da. Oh, drei Truhen. Freigeschaltet, unruhiges Kind. Es rennt den ganzen Tag lang herum. What? Wie jetzt? Hat er sonst noch was? Da hat er gerade was. Hätte ich es ansprechen können, wenn ich nicht so schnell... Herumzurennen ist wirklich anstrengend. Ich würde lieber mit Feuerwerk spielen. Das glaube ich dir. Okay, er schiebt mich einfach nur beiseite und rennt sonst einfach rum. Kartenspieler, seid ihr spielbereit? Freigeschaltet, teurer Händler. Es gibt doch immer Leute, die von einer Krise profitieren. Ja, in der Tat. So. Verkaufen kann ich nichts mehr, ne? Weil ich alle Betrieb benutzt habe. 3440G. Guck mal, schneller DVD-Player, damit endlich die Ladezeiten weg sind, scheinbar. Was ist denn diese Phoenix Down? Keine Ahnung. Erstmal die Silberrüstung kaufen. Phoenix Down, einfach mal gekauft. Auch was, wenn ich nicht weiß, was es ist. Hauptsache kaufen. 8 von 30 Sternen und 7 von 23 Karten. Das ist tatsächlich jetzt nicht viel. Kann ich noch für 47 was holen? Na, einen Trank vielleicht. Aber jetzt habe ich doch hoffentlich dann auch gleich wieder Charis dabei, sodass ich keinen Trank mehr brauche. Warum ist er nur so besessen davon, Sachen in die Luft zu jagen? Wenn ihr auf eine nette Partie Doppelzwilling ausseid, seid ihr bei Gold richtig. Ja. Wählt den Stapel, gegen den ihr spielen möchtet. Wenn ihr gewinnt, gibt es weitere Stapel. Klingt gut. Wo sind denn die Regeln? Jeder Spieler beginnt mit 5 Karten, die willkürlich aus seinem Stapel gezogen werden. Dafür also die Karten. Wir haben nur 7. Die Spieler platzieren Reihe um Karten auf dem Brett, bis es voll ist. Ihr könnt Karten des Gegners aufnehmen, wenn ihr eine Karte mit höherem Wert entsprechend daneben platziert. Der Spieler mit den meisten Karten für seine Farbe gewinnt das Spiel. Klang jetzt irgendwie... Muss ich mir angucken. So, einfach. Ah, so war das, genau. Ich erinnere mich. So, 3 hat er nach links. Das heißt, wenn ich die Karte da einlege, drehe ich die um. So. Jetzt hat diese Karte da unten 4. Und meine hat oben 4. Das heißt, wenn ich die hier lege, passiert gar nichts, weil es ein Patt ist. Okay. So, 5 zur Seite, 4 nach unten. Setze, da passiert nichts. Dann setze ich sie mal dahin hin, um die Karte in die Mitte umzudrehen. Ja, dann drehen wir die noch um, ne, mit 5-5. So. Letzter Zug von ihm. Gewonnen! Okay, verstanden, wie das Spiel läuft. Ihr habt eine Runde Doppelzwilling gewonnen. Mittel, ne? Ich weiß nicht, ob meine Karten dafür reichen. So, die hier ist nach links, nach unten nicht so gut. Nach links und nach rechts aber stark. Ach, ich setze sie mal in die Mitte. War vielleicht nicht so die klügste Idee. Ja, wie kann ich hier umdrehen? Gar nicht. Gar nicht ist natürlich... Ich setze sie mal da ein. 5 nach unten, 5 nach rechts. Hm. Die da unten mal umdrehen. Ah, 4 nach unten, 4 zur Seite. Dann könnte ich die nicht umdrehen. So
kann ich die zumindest umdrehen, zumindest eine davon. Ja, darauf kam es jetzt an. Gut. Kann ich jetzt. Ja, doch. Ja, gut. Ich kann zumindest eine Karte damit umdrehen. Ich stelle aber auch schon fest, dass mir so langsam die Karten ausgehen. Weil ich habe ja auch nichts. Ich versuche mich mal schwer. Einfach nur mal so. Ne? Seine Methoden. Im Prinzip hast du verstanden, oder? Oh, okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Oh, was eine starke Karte. Ja, da kann ich natürlich nicht ansatzweise mithalten. Ja. Da mache ich immer nichts. Habe ich schon verloren. So. Ihr wollt eine Bombe. Ich gehöre schon ewig nicht mehr zur Demacia-Armee und habe keins von diesen Dingen aufbewahrt. Ihr solltet mit unserer Krankenschwester nördlich von hier reden. Sie kennt jeden Klatsch über Aogai und seine Bewohner. Okay? Du bist die Händlerin, nicht die Krankenschwester. Sobald das nächste Geld da ist, wird auf jeden Fall die Stelle, die von dem Player gekauft. So. Ihr seid auf Bomben aus, dann redet mal mit der verrückten Alten, die dort beim Brunnen wohnt. Sie lagert alles Mögliche in dem Keller. Nur gut, dass er mir diese Salbe für schnelle Verbrennung gegeben hat. Ja. Ja, der schnelle DVD-Player wäre jetzt in Anführungszeichen Gold wert gewesen. Latsch, 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 latsch. Die Ladezeiten sind natürlich künstlich so gemacht. Das habt ihr euch hoffentlich gedacht. Aber in der Tat zeigt das, wie das früher war. Es war schon teilweise nervig. Für jedes Bild einmal neu laden. So, verrückter Alter, was bist du? Bomben, sagt ihr? Ja, in meinem Keller habe ich welche. Sie sind schon seit dem Krieg dort, aber ich bin fast sicher, dass sie noch funktionieren. Ihr bekommt sie aber nur, wenn ihr etwas für mich tut. Überraschung. Wisst ihr, ein Drache greift das Land hier an und hinterlässt nichts als verkohlte Erde. Wir müssen dieser mächtigen Bestie den Garaus machen. Hilfsoffizier Raylan hatte diese Woche Patrouillendienst, er wird euch mehr sagen können. Ihr findet ihn am Dorfeingang. Und wie nennt man das so schön? Ein Time Sink. Hätte man uns ja auch direkt von Anfang an sagen können, aber das hätte ja nicht so viel Zeit gekostet. Drache? Tja, einen eigentlichen Drachen hat wohl niemand gesehen, aber ich sah Spuren im Boden. Große, runde Krater verkohlter Erde. Ich musste den Kleinen sogar ins Dorf zurückschicken. Immer sehe ich ihn bei den Kratern spielen. Wirklich, Kinder so einfach in die Nähe eines Drachen zu lassen. Ihr solltet mit seiner Mutter reden. Sie wohnt im Haus neben Sitz. Haus neben Sitz? Warum glaube ich das hier? Ach, Sitz. Ah, ja. So hieß ja der Onkel von Karis. Die namenlose Woman. Die ist es. Seid ihr nicht alt genug, um zu wissen, dass es keine Drachen gibt? Das vermaledeite Kind muss die Bomben aus dem Keller der alten Dame gestohlen haben. Mir kamen diese Feuerwerkskörper schon etwas groß und schwer vor. Bittet ihn, euch die Bomben zu geben. Hoffen wir, dass sie bei euch sicherer aufgehoben sind. Ist das das Kind, was um den Brunnen rennt? Achso, ja, klar. Ich meine, welches Kind soll es sonst sein? Er hat ja gerade gesagt, dass das Kind zurück ins Dorf gebracht wurde. Also muss es ja das Kind sein, was um den Brunnen rennt. Also, zumindest kann ich es mir nur so erklären.
Stopp, bleib stehen. Genau. Meine Mutter weiß von den Bomben, das gibt Ärger. Aber der Spaß war es wahrscheinlich wert. Kann ich wenigstens eine behalten? Nein. So habe ich jetzt die Bombenartung von Karis. Klink! Karis! Ich habe ein paar mächtige Zauber gelernt. Juhu! Habt ihr die Bomben? Freigeschaltet. Bomben. Und da freut sie sich. Ausgezeichnet. Dann auf nach Süden zum Heiligen Hain. Es gibt keine Zeit zu verlieren. Ja, scheiß mal auf den Heiligen Hain. Wir haben jetzt die Bomben. Jetzt gehen wir natürlich zurück in die Noreaminen. Schließlich waren da noch zwei poröse Wände, die es gilt aufzusprengen. Aber erst speichern. Genau. Wegen Zufallsbegegnungen und so. Ich bin mal gespannt bei dem ersten Kampf, den ich gleich habe. Das wird auch schon mal dauern zu stehen. Ob Karis jetzt wieder steht, weil wir komplett gehalten haben. Ja. Gott sei Dank. Fehler werde ich jetzt nicht nochmal machen. Wunderschön, wenn ich da erklärt habe, voll rein. Ah, das ist definitiv noch der Schaden. Was ist denn das für ein X-Master? Ah, sowas. Kann ich zumindest ein bisschen mehr Schaden machen. Klink hat Stufe 6 erreicht. Karis nicht. Ja, in den letzten drei Kämpfen vorher Boden lag. Deswegen keine Erfahrung zu bekommen. Naja, gut. Das wird sich schon wieder ausreichen. Irgendwann. Früher oder später. Das war die Noreaminen, meine ich hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich hab den Boss noch aktiviert. Warum, wieso, weshalb? Das war keine Absicht. Zusammen aber nur, sind wir nicht, dann klappt das. Bombe in die Risse Mauer gesprengt. Schwert wieder in die Hand nehmen. Eine Truhe. So, freigeschaltet ein Stern. Oh je, wisst ihr, was mir gerade einfällt? Könnt ihr euch noch an den Anfang erinnern? Also wirklich an den... Nein, falsch. An den allerersten Wald. Da habe ich doch ein paar Büsche beseitigt. Und hinter den Büschen waren poröse Steine. Könnt ihr euch erinnern? Das heißt, wenn ich alle Sterne sammeln will, eventuell sogar alle Karten, da taucht er einfach so auf. Eventuell alle Karten, da muss ich in das Anfangsgebiet zurück und dann nochmal kreuz und quer durch die Gegend laufen und alle porösen Steine sprengen, um an die Kisten zu kommen.
Ob ich euch das noch zeige, wenn ich mit dem Hauptspiel durch bin, weiß ich nicht. Nicht, weil ich es euch nicht zeigen will, oder weil ihr es nicht wert seid oder sonstiges. Natürlich seid ihr das. Aber weil es einfach unglaublich vieles Glatsch ist. Eine Truhe ist hier noch übrig, wenn ich mich recht entsinne. Oder? Oder habe ich jetzt alles aus der Mine? Ah, nee, ich glaube, ich habe alles aus der Mine. Dann gehen wir erstmal wieder raus. War hier der Ausgang, oder? Nein, war ich nicht. Nein, kein Herzchen mehr. Bin ich jetzt doof oder was? Das ist nicht der Ausgang? Bin verwirrt? Nee, also hier bin ich auf jeden Fall falsch. Das war doch der Ausgang. Also so dermaßen kann ich mich da jetzt nicht vertun. Da waren die Krüge. Hier war der Bosskampfraum. Ach so. Ja, okay, sorry. So ist das. Wenn man eine Tür sieht, denkt man manchmal, oh, da ist ja eine Wand. Da ist manchmal ein Ausgang. Und in Wahrheit ist da ein Ausgang. Das ist ein bisschen arg dämlich. Aber Hauptsache, ich hab's wieder aus dem Urea-Niedel rausgeschafft. Hauptsache, ich krieg jetzt hier diese ganzen Kämpfe relativ fix erledigt. Ja, Kämpfe werden eine Menge auftauchen, wie man sehen wird. Das sind wir aber auf keinen Fall vergessen zu haben. Heilen, hab ich gesagt. Das ist ein X-Kristall. Heilen. Jetzt mal die kleinen Pilze. Die sind doch nicht so stark. Vor allen Dingen nach Karten. Das ist Dorf. Das ist südlich vom Dorf, ist der Heim. Das hier wäre südlich vom Dorf. Waren auch schon Herbstfarben geworden. So, der Hain. Und ich habe kaum Leben. Und den Hain, wie es da weitergeht, zeige ich euch in der nächsten Folge. Wenn euch das hier gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge zum Let's Play Evoland. Bis dahin, gehabt euch wohl, euer Amanu.